Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Album-Reaction. Es ist jetzt original 0 Uhr und 6 Minuten. 0 Uhr kam ein neues Album raus und das ist natürlich, wie man es im Titel und vor allem auch im Thumbnail sehen kann, Schwester Eva mit Aiwa. Wie ihr sehen könnt, das Setup hat sich ein kleines bisschen geändert. Ich sitze heute quasi vor meinem Treppenaufgang, wohne im Dachgeschoss und es ist so unfassbar warm und schwül. Ich werde das Ganze quasi nicht mit Kopfhörern und über den Rechner hören, sondern über dieses Smartphone. Ich werde quasi auf jeden Song reagieren, außer die, die schon draußen sind, auf die ich schon reagiert habe, logisch, so wie immer. Ach, und das hinter mir ist übrigens mein Snowboard. So, falls es irgendjemanden interessiert. Ich will ja nicht, dass ihr abgelenkt seid. Was ist das denn, Alter? Ey, dieser Sound am Anfang, der erinnert mich einfach original an I-465, an Blue. So früher, wo das einfach so übelst abgespaced angefangen hat. So, es klingt, weiß ich weiß nicht warum, aber es, dieses Elektronische erinnert mich gerade irgendwie an I-465. Feiert dieses Kurwa einfach. Ich glaube, ich habe angefangen, Schwester Eva zu feiern, als ich gemerkt habe, wie oft die Kurwa sagt und wie sie es auch mal einsetzt. Das ist mega zu feiern, ey. Wahrscheinlich, nee, ist nicht wahrscheinlich, sondern es ist die polarisierendste Dame, die auf meinem Kanal wahrscheinlich je war. Ich erinnere mich so an meine erste Begegnung mit ihr. Das war irgendein YouTube-Video, was mir vorgeschlagen wurde, wo sie jemanden zusammengelatscht hat. So, das war das Erste. Dann jetzt vor kurzem wieder diese Gerichtsverhandlung, wo sie auch saß und ziemlich aufgelöst war. Dann hat sie ihre Wohnung verloren. Das habe ich über Instagram-Stories mitbekommen. Jetzt fand ich es lustig, dass sie so über diesen Bienenstich so lange Stories gemacht hat. Also, man muss schon sagen, so auf menschlicher Sicht finde ich sie mega sympathisch, was jetzt sich so hinter den Kulissen der Musik abspielt. Ne? Das sage ich auch immer wieder, aber bei ihr muss ich das nochmal betonen, weil sie halt eine Person ist, wo man wahrscheinlich Romane darüber schreiben oder sprechen könnte. Das ist mir eigentlich Wurst. So, ob die Scheiße baut, was die da am Stecken hat, das ist mir alles völlig egal. Mir ist die Musik wichtig und da liefert sie eigentlich ganz gut ab. Also mein Geständnis hat mich wirklich abgeholt. Ne? Auch wenn ich mich da in der Musik der Woche ein kleines bisschen lustig gemacht, oder was heißt lustig gemacht? Ich habe es einfach ein bisschen überspitzt, bin ich mit Humor ein bisschen rangegangen an die ganze Sache, aber das heißt nicht, dass ich es schlecht fand, ne? Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Ein Künstler, den ich jetzt auch nicht wirklich verfolge. Da würde ich jetzt echt gerne mal wissen, was ihr von ihm haltet und ob ich mir da mal ein bisschen mehr geben sollte von ihm. Alter, die Texte. Kann mich nicht erinnern, dass es schon mal irgendeine Dame im Deutschrap gab, die so explizite Texte hatte, Alter. Es fehlt ein Zwani! Mit Vega! Ach Quatsch. Woher kennen die sich denn eigentlich? Ich finde übrigens das Cover ziemlich geil. Ja, also da war man sehr mutig. Ja, wir wissen ja alle, dass sie mit Freizügigkeit kein Problem hat. Aber da hat man auf jeden Fall schon ein Statement gesetzt. So was macht man nicht als Lauch, Alter. So was macht man Geil. nicht mit V, Alter. Geil. Und ich schwör dir, dafür gibst du deine Frau, Alter. Keine Waage, Scheine jagen. Litte in der Schivas drin. Seit dem Chabo mit der Zipfelmütze auf dem Lilanen. Dieser Part ballert. Ja, gut, das ist mir dann zu wenig Rap, zu viel Autotune. So, der Song gleichnamig zum Album. Aiwa, lass mal rocken, Baby. Ich hab so viel gesehen, nein, sie können es nicht verstehen, wenn ich sage, nichts verkehrt als das Leben. Mama konnte mir nicht viel geben, außer ihren Segen. Sie
sagte, alles wird okay, deshalb nannte sie mich Iowa. Jetzt so, wie sie das so ein bisschen beleuchtet, ne, ihre Vergangenheit, beziehungsweise das, was sie halt gemacht hat, muss ich irgendwo, auch wenn das ein heikles Thema ist, aber irgendwo so ein bisschen Respekt aussprechen. Nicht, weil ich jetzt die Art und Weise, Geld zu verdienen, so feier und so geil finde, sondern einfach aus dem Grund, was sie da dann zum Schluss draus gemacht hat und wie sie dazu steht, finde ich extrem feierlich. Und dass sie halt immer noch so, sie wirkt menschlich, aber trotzdem stolz, so, also... sie hat da eine gute Linie gefunden und vor allem, wie sie über Hate steht. Leute, zeigt mir mal irgendjemanden, der so chillig und so cool bleibt, niveauvoll über Hate stehen kann. Wie gesagt, habe ich letztens schon erwähnt, schaut euch einfach mal dieses Dislike-Hater-Interview mit Eva an und ey, spätestens dann ist sie euch sympathisch, ohne Mist. Hey, ich bin die Stimme aller Asis und Vergessene. Pikus, mache mir auf Psycho, mache mir auf Pässe, Wenk und Werden vom Paar. Jaselme! Und jedes Mal erinnert es mich irgendwie an Samra so. Ja, weil ich real bin, Jaselme! Meiner Leitung wie die NSA, fick die SDK, Digga. Die Jungs holen mir 10 Kilo Packs direkt aus Maastricht ab. Eva, ich verführe Ada mit meinem Apfelarsch. Mama betet für mich, als ich jackern war, deshalb nennt sie mich Iowa. Da passt alles zusammen. Das ist so ein Track, ich glaube, der hat nicht nur ein Video spendiert verdient, sondern der passt auch gut zum Titel. Boah, bei dem Beat hätte ich jetzt schon wieder Bock auf die Boxen. Nein, das geht gerade nicht. Beat krass, Text gefällt mir nicht so. Aber das Thema ist an sich cool, ne? Also weil sie da jetzt nochmal auf all den Scheiß eingeht, der wahrscheinlich in der letzten Zeit am wichtigsten war in Bezug auf sie. Ne? Herr Werther! Oh, da haben wir es! Hey, Herr Werther! Gute! Ja, ich find's schade. Ich habe jetzt mal den Song alles so durchgeskippt, habe geguckt, ob ich wirklich keine Passage vergessen habe, aber leider kommt von ihm nicht so viel. Ne? Man hat jetzt den Chorus, der extrem geil ist, so, also keine Frage. Und allein schon das Lied aufwertet durch das Note. Ja, Table Dance. Ich glaube, wenn da jetzt nicht noch was Krasses kommt, kann ich auch gleich Pause drücken, weil darauf habe ich ja schon reagiert in einem einzelnen Video. Aber wenn da jetzt nicht noch was Krasseres kommt, ist Table Dance mit Abstand der geilste Song auf dem Album. Da haben sie alles richtig gemacht, das in einem Video oder man kann es eigentlich schon fast filmen, denn so geil wie das war, zu verfassen. Was jetzt auch noch einen Fun Fact mit sich bringt, viele haben es wahrscheinlich gemerkt, das Video wurde irgendwie so 4-5 Mal hochgeladen an dem Abend. Keine Ahnung, warum es gesperrt wurde. Ich habe bis jetzt noch nicht mitbekommen, warum. Vielleicht habe ich die Story auch einfach verpasst oder das auf dem Kanal nicht mitbekommen, dass da vielleicht noch irgendwas steht. Deswegen würde mich mal interessieren, warum wurde das Video so oft wieder hochgeladen? Gab es da irgendwie, was weiß ich, gab es da irgendwelche Schnittprobleme? Oder ich habe ja auch gesehen, dass ein paar Szenen ausgetauscht wurden. War das für YouTube so krass oder was? Ich schnall's nicht, weil im Bereich Musik hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da irgendwie groß Grenzen gibt, außer man sieht wirklich eindeutig Pornografie oder Gewalt oder was weiß ich. Ey, ganz ehrlich, langsam glaube ich, was ist ein Song ohne Kurva? So, was ist ein Ever-Song ohne Kurva? Alle Schwätzer sind am Quatschen über das, was Ever macht. Ever packt dich Spaß und sie sticht dich mit dem Messer ab. Nicht so mein Ding. Also langsam fällt mir auch auf, dass mir ein bisschen fehlt, dass es ein paar mehr Facetten haben könnte. Es gibt mir alles ein bisschen zu sehr in die eine Richtung. Way, way. Sehr, sehr, sehr interessantes Feature. Olexesh, meine Freunde. Von dem halte ich sehr viel. Diese Pico sind am Blenden, bye, bye, bye. Das Palabra, bye, 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 Alter. Bye, bye, bye. Geil. Doch die Walter zieht die Grenzen, bleib, bleib, bleib. 100.000 Bitches, Brattern hängen an meinem Bett. Tragen Blatter, so mit ihr Vater. Wick, 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 fake and pay. Ich sah 100.000 Schuhe aus Brattern, jede wollte fake. Haben Nada, nämlich ihr Brother, stehen auf echte Rough. Kranker Shit, Alter.
Dieser Olexesh, der liefert aber auch jedes Mal ab, ne? Wahre Liebe, ist es Absicht, dass da kein H bei Ware ist? Wahrscheinlich wird es hier um andere Ware gehen. Sie sagen, Ayewa, Ayewa, glaubst du an die wahre Liebe? Ayewa, ich will mehr, als ich draußen auf der Straße kriege. Ja, du weißt, was ich will, ich weiß, was du brauchst. Wem außer mir kannst du trauen? Was ich auch noch sagen wollte, so immer wenn sie singt, so, oder wenn dieser typische Gesang anfängt, merkt das auch jemand, dass das immer so, also dieser Gesang besonders sanft gemacht ist und besonders smooth klingt, was ich übrigens sehr gut finde. Aber das fällt mir auf, dass der immer extrem heraussticht, weil der halt, egal ob ich das jetzt melodisch und vom Lied her geil finde, weil oft finde ich es halt so, geht, ist jetzt nichts Überkrasses. Aber es klingt dann doch schon oft sehr, sehr gut, so gerade wie jetzt auch, oder bei Table Dance mir ist auch extrem aufgefallen, dass es dann immer so einen geilen Wechsel gibt. Das meine ich auch übrigens mit Facetten, davon hätte ich gern mehr, dass man merkt so, oh, das ist jetzt ein prägnanter Unterschied zum Rest. Und im Chorus ist es halt wirklich gediegen, schön ruhig und man hört so die Stimme und denkt so, boah, es passt, das klingt ziemlich stimmungsvoll. No, und dann kommen halt übelste Lines, dann wird übelst gespittet, dann wird ein expliziter Text nach dem anderen ausgepackt, so. Pum Pum mit Radar. Der Kerl, der bei Bodyformus in den letzten Tagen ein übelstes Brett beim Video mit abgeliefert hat. Ich fand das so lustig. Ey, wirklich, das muss man den Jungs lassen. Ey, die haben gerade solche krassen Chancen durch die Reichweite, die die haben, durch die Sympathie. Kommen die an jeden Rapper ran, machen mit denen solche Videos. Also wirklich, das beneide ich. Beneide ich extrem. Muss ich wirklich anerkennen. So. Die Videos sind fett. Bei Contra musste ich am meisten lachen. Das zweite fand ich zwar nicht so cool wie das erste, aber das erste mit Contra war übertrieben lustig, Alter. Sie machen Auge auf mein Fluss, doch ich brauche keinen Schutz. Nein, ich habe meine Pum, 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 Pum. Neuer Tag, neues Brett. Das Seitenhemd von Johnny. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Oh. Bei Hatta bin ich nicht ganz so up to date, deswegen würde mich jetzt einfach mal interessieren, ist das ein Magenzeichen, dieses Oh, yeah, oh, yeah. Jetzt kommt er die ganze Zeit im Hintergrund, ey. Krasse Features am Start. Krasse Features hatte sie am Start auf diesem Album, ey. So, das ist schon der letzte Song, frei. Ging es schon wieder um dieses Thema, ne? Man hat es im Hintergrund gehört, alle diese Anklagen gegen sie. Ich scharf, Schüsse auf die Cops und auf diesen Staat. Küsse an den Richter, Mama, Mama. Ja, ist ganz witzig. So, aber auch da nichts überkrasses oder super besonderes auf dem Album. Ja, was soll ich jetzt sagen? Eine relativ kurze Zusammenfassung kann ich da, glaube ich, bringen. Also mein Lieblingssong habe ich schon genannt, so Table Dance, für mich unerreichbar. Mein Geständnis ist eigentlich auch auf demselben Level, sind zwei gute Songs, haben sie zwei sehr gute Auskopplungen, Single-Auskopplungen aus dem Album. Also gab es jetzt für mich nicht die Überraschung auf dem Album. Mir vielleicht auch ein bisschen zu monoton an manchen Stellen, so könnte wie gesagt mehr Facetten haben, habe ich ja schon erwähnt. Und der Gesamteindruck vom Album ist trotzdem gut. Man kann sich das geben und man kann es auch unterstützen. Was ich am meisten feiere, ist vor allem die Gummipuppe, die da mit in dieser Box drin ist. musste mich so feiern. Ich habe vorhin schon wieder die Stories gesehen, wo sie erzählt hat, was man alles mit dieser Puppe machen kann. Ich glaube zwar, dass es ein Fehler ist, bei Instagram zu sagen, schickt mir alle Videos und Bilder, was ihr mit dieser Puppe am besten machen wollt. Und ich werde das dann mal auf Story hochladen. Ich glaube nicht, dass du das in die Story hochladen wirst, was da teilweise auf dich zukommt. Wie gesagt, sympathische Dame. Rap hat noch ein bisschen Luft nach oben. Verlinkung zum Album Ayewa wird natürlich in der Videobeschreibung sein, sowie auch in den Kommentaren, sowie auch der Link zur Box, beziehungsweise auch der Link zum Unboxing der Box. So, und jetzt möchte ich von euch wissen, auf was ich als nächstes reagieren soll. Der nächste im Bunde am 15.06. ist Nazar und am 22.06. Gabi Bra. Falls noch irgendwelche anderen Alben rauskommen in der Zeit oder kurz danach oder irgendwas anderes noch im Juni, weil ihr nicht auf dem Schirm habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Kurwa! Mache Schnapp mit dir Kach, Bass im Stripclub. Fast jede Nacht Schäden an dem Meniskus. Chrome Mercedes-Benz, Eisen in der Hand wie beim Table Dance.